Ja, jetzt hätte ich beinahe mein... was? Oh, da oben kommen Gegner. Das fängt ja schon gut an. Ja, willkommen zurück zu Far Cry Primal. Ja, in der letzten Folge haben wir die Leutchen hier befreit, die vier. Und wenn das jetzt weitergeht und die oben hinkommen, dann werden die, glaube ich, nicht mehr befreit bleiben, denn... Dann werden die töten. Da oben hängt noch ein Bonus-Sack. Ja, ich habe Sack gesagt. Mein Gott. Ich werde aber versuchen, die mal... Scheiße. Voll vorbeigeschossen. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Verdammt. Oh, Sau. Wo ist er hin? Guck, was er abbauen will. Wo ist er denn? Das war jetzt die Ingolenzen-Gedächtniskamera. Im Übrigen. Wo ich jetzt... Ja, du kriegst... Guck mal hier, Timmy. Timmy, hier. Ja, du bist ein ganz feiner. Du bist ein ganz feiner. Nochmal eben kurz streicheln. Ja, Timmy. Hast du fein gemacht. Hast du ganz fein gemacht. So. Ja, also was wollte ich gesagt haben? Genau, wir haben die kleinen Leutchen befreit. Die werden wir dann in unser Dorf kuscheln. Da hinten laufen wieder Mammuts rum. Boah, ich finde das so geil mit den Mammuts. Die wirken ja so ruhig und alles, ne? Und so entspannt. Aber die können so gefährlich werden. Guck mal, Manni. Guck mal, da läuft Manni rum. Manni, das Mammut. Ah, das ist schon echt... Das ist schon echt toll. Also, das macht schon Spaß, sowas auch zu sehen dann. So, ich glaube, wir werden mal... wieder zum Dorf zurückgehen. Also zu unserem... Zu unserer Hauptstory. Wir werden natürlich einen großen Bogen um die Mammuts schmeißen. Ich will nämlich auch unbedingt mal rausfinden, ob wir auf der Karte weiterkommen, um dann Yaks zu finden. Yak. Da ist noch ein bisschen Schilf, das nehme ich auch mit. Huch, hallo. So. Im Frühtau zu Bett. Komm, Timmy, komm. Komm, mein lieber Timmy. Kann Timmy eigentlich auch schwimmen? Timmy! Kann Timmy schwimmen? Ich glaube nicht, ne, oder? Huch, hallo? Ich glaube, Timmy mag Wasser nicht. Ich glaube, war das so? Sind Wölfe... Gehen Wölfe nicht ins Wasser? Ist das so? Ich meine, ich kenne mich da nicht so gut aus mit Wölfen und so. Hunde weiß ich wohl ja. Aber Wölfe... Wölfe weiß ich eher weniger, also da bin ich jetzt gar nicht so im Bilde. Und Wölfe sind ja quasi so die Abstammung der Hunde. Oder beziehungsweise die Hunde stammen ja von den Wölfen ab. Den helfen wir jetzt erstmal. Oh, Entschuldigung. Wo ist er denn? So, wo ist der Nächste? Da ist der Nächste. So, Leute! Aua! Was, wer, wo? Wer? Du! So. Das musste jetzt mal sein. Ja, du bist ja ein ganz feiner. Hatte ich da gerade am Anfang eigentlich einen eigenen Einwohner getroffen? Ich weiß es gar nicht. Bisschen Schilf wieder mitnehmen. Da ist auch nochmal ein bisschen Schilf. Scheinbar dabei sind. Was wollte ich gesagt haben, bevor jetzt hier die Angriffswelle kam? Genau, die Hunde stammen ja von den Wölfen ab, ne? Soweit ich mich da recht entsinnen kann. Oder? Oder erzähle ich da jetzt schon wieder vollkommenen Blödsinn? Ich geh mal hier lang. Ich meine, das war doch so, ne? Hunde stammen doch, glaube ich, von Wölfen ab. Und, ja. Boah, wenn ich sowas sehe, habe ich immer voll Bock, auch in so ein Museum zu gehen. Muss ich... Ich bin eigentlich... Eigentlich mag ich so Museen und so, aber eigentlich gar nicht. Aber wenn ich sowas sehe, kriege ich da irgendwie wieder Bock drauf.
so ins Museum zu gehen, so ein bisschen die Geschichte wieder zu erfahren und alles. Und hast du nicht gesehen, etc. Pipapo und hast du nicht gesehen. Na? Aber naja, gut. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Ist das ein Gegner? Nein. Ach, guck mal einen an, wer da hinten steht. Na. Alter. So, hier. So. Survival. Survival. So. Bitte was? Geh weg. Alter, was ist das? Geh weg. Geh weg. Ist es... Nein. Nein. Timmy. 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 Hier, Timmy. Hier, Timmy. Lass uns schnell verschwinden. Die Mammuts sind da. Ja. Ja. Hast du ganz fein gemacht. Hast du ganz fein gemacht. Komm mit, Timmy. Schnell. Alter. Wo kommen die? Wo kommen denn die Mammuts jetzt bitte? Auf einmal. Oh, oh. Boah, lass uns schnell abhauen hier. Kommen denn jetzt auf einmal alle her? Alter! Alter! Survival! Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ich sollte mal was essen. Willst du auch was? Aua! Alter, wer schießt denn hier? Wer ist denn... Ja, Timmy. Ja, Timmy. Nee. Ja, Timmy. Hier, fress ihn auf. Mach ihn klein. Das gibt's nicht. Das gibt's doch gar nicht. Alter Schwede. Was ist denn bitte hier los? Warum ist denn hier so gerade so eine raue Stimmung? Alter Schwede. Sollten mal ganz schnell mal zu unserem... Weg hier. Komm, 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 Timmy. Komm, Timmy. Schnell weg hier. Dürfen wir unser Dings nicht verpassen. Unseren Wegpunkt. Haben wir denn noch genug? Was sagen denn unsere Dings? Ja, wir haben alles soweit eigentlich ausgebaut. Wir haben genug Keulen. Wir haben genug... Ja, Bögen, Pfeile und alles. Wir haben genug Speere. Aber wenn man mit der Keule richtig fest zuschlägt, also gedrückt hält, also so, und dann... Dann haut das schon ganz schön rein, muss ich sagen. Ganz schön. Dann kann da auch nicht mal eben so ein... Was ist das denn? Ach, das ist wieder sowas zum Klettern, ne? Oder hängt da eine Karte? Nee. Ach, das ist nur so ein Fetzen-Gelumpe. Dann kann so ein Ureinwohner mal nichts gegen tun, wenn man so eine Keule mit einem Stein auf den Schädel kriegt, dann ist sofort vorbei. Aua, aua. Ist gut, Timmy, ist gut, Timmy, ja, ist gut. Timmy ist gut, Timmy ist gut. Ja, fein. Timmy ist okay. So, wo ist er jetzt hin? Ich frage mich, wo ist er hingekullert? Da. Oh, seltenes. Seltenes schwarzes Rothundfell. Wo ist der? Da ist der Wegpunkt. Da müssen wir hin, um Gottes Willen. Ist er noch so weit? Ey, du ziehst wohl das Let's Play in der Länge. Ja, habe ich doch schon mal gesagt, dann guck woanders. Will ich aber nicht. Ja, muss aber. Ansonsten bleibst du hier. So. Ich weiß, viele werden mich jetzt wahrscheinlich auslachen oder viele werden sagen, ja, warum machst du keine Schnellreise? Nee, ich finde es so viel, viel geiler. Weil in Wirklichkeit hat man ja auch keine Schnellreise gehabt früher, ne? Oder auch jetzt nicht. Man kann ja nicht einfach sich von Köln nach Düsseldorf teleportieren. Geht ja auch nicht, ne? Oder so. Also spiele ich das schon so gut es geht, authentisch. Schnellreise, wer braucht sowas? Vielleicht nutze ich das irgendwann mal. Mal gucken. Aber nicht jetzt. Dafür lohnt sich das Spiel schon, sich anzugucken.
wie hübsch es noch ist. Und zwischendurch kann man ein bisschen farmen. Wenn wir schon dabei sind. Kleine Taschen sind voll, du kannst nicht mehr nehmen. So, jetzt wären wir wieder hier am Startpunkt quasi, wo wir hier den ersten Kampf bestritten hatten. Falls du dich noch erinnern kannst. Ist schon ein bisschen her, ne? Muss ich ja mal sagen. Ich weiß noch gar nicht, welche Folge wir jetzt gerade hier haben. Ob das schon, ob das 11 ist, 10 ist oder sogar schon 12. Ich weiß es nicht. So. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich nach dieser Aufnahme hier eine, ja, eine Aufnahmesession-Pause machen werde. Dass ich hier mich dann etwas, hallo? Wo ist der? Wo ist denn der? Ich, wo ist denn der Wegpunkt, bitte? Hä? Wo ist denn? Der Wegpunkt ist weg. Wo ist er? Ja, ist doch gut. Wo ist denn der Wegpunkt? Hä? Da müssen wir hin. Aber der Wegpunkt ist einfach verschwunden. Das ist ja merkwürdig. Ach, wie krass. Das war vorher auch nicht hier, oder? Das ist ja übel. Das ist ja echt krass. Boah, wie sich das Dorf jetzt hier aufbaut, ist ja heavy. Du betrittst ein Dorf. Deine Bestie kann dir nicht folgen. Du kannst sie später... Nein, Jimmy! Jimmy! Okay, ich dachte, die Bestie kann hier mit rein. Schade. Müssen wir Timmy draußen lassen? Mann. Wir müssen draußen bleiben müssen. Warum hängen sie nicht einfach so ein Schild nach draußen dran, wo dann so dran steht, hier so zum Beispiel, so, ja, wir müssen draußen bleiben. Und dann so ein Symbol mit einem Hund drauf. Oder ein Wolf. Ja, du, mich auch. Ach, guck mal. Wir haben sogar schon Nachwuchs. Hey, na, kleiner Mann. Okay, das war jetzt ein bisschen merkwürdig. Die Tasche stand hier, ich habe gesucht und habe auf ihn geklickt, um suchen. Das war jetzt sowas von falsch. Oh, wie riesig das jetzt hier... Das ist ja geil. Was für ein richtiges Dorf das schon geworden ist. Ist ja krass. Das ist ja Wahnsinn. Da ist immer noch die dunkle Höhle. Die müssen wir übrigens mal unbedingt mal betreten zwischendurch. Was haben wir hier? Nehmen. Fleisch, cool. Und hier war die Höhle, wo wir angefangen haben mit dem Feuer. Erinnerst du dich noch? Da war quasi hier. Haben wir angefangen, haben wir sie geheilt und dann stand hier noch nichts. Hier stand nichts. Und jetzt guck dir das an, jetzt zieh dir das mal rein, was hier alles gebaut worden ist. Alter Schwede. Ist ja krass. Dadurch, dass wir so viele Bewohner befreit haben, weil ich mal, wenn wir 300 haben, wie das dann hier aussieht, dann fangen die an, hier Hochhäuser zu bauen. Und weißt du, und Spielcasinos und Blackjack-Tische und Nutten kommen dann hin und alles. Ja, wirst du sehen. Wart nur ab, bis das Let's Play zu Ende ist. So. Können wir hier was mitnehmen? Ist nichts im Lager? Gut, dann, okay. Dann gehen wir mal zu, Sailor. Sailor war der Name, oder? Sailor? 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 Smarkaka takar. Hi, Lot. Guar, tichaskaman schlausarsch. Machi winja guamarsch. Haguapati pacharsch. Aish kauha damshamas. Ulashwai schwaida. Winja cha tichaya. Erbaue dein Dorf. Dein Dorf ist ein Zufluchtsort für Venya. Verbessere Hütten, um Fähigkeiten, Waffen und mehr freizuschalten. Suche Hüttenrohstoffe überall in Oros. Drücke Touchpad und durchstöbere die Dorf- und Taschenmenüs für weitere Informationen. Wenn du genügend Rohstoffe gesammelt hast, kehre in das Dorf zurück und suche nach Hütten, die sich verbessern lassen. Ah, seht ihr? Da war das gar nicht so dumm, dass ich Ressourcen gesammelt habe. Ich dachte, die wären nur für Waffen und so. Nee, nee, nee. Wir können sogar unser Dorf ausbauen. Das ist ja interessant. Aha. Das ist ja interessant. Aha. Sailors Hütte. Verfügbar 0 von 2 Upgrades. Guck mal, wie viel Alterholz und Schiefer wir dafür brauchen. Und wie viel Schilf. Und hier schaut. Ja, guck dir das mal an. Ja, sisse? Hauptsache, wir haben der Alten schon eine Hütte gebaut. Uns ist egal, was wir machen. Wir können draußen irgendwo unterm Baum pennen oder so. Das ist der egal. Hauptsache, wir bauen der Alten hier eine Hütte.
Sailors Hütte verbessert. Belohnung. Mission für Sailor, die Sammlerin. Sammlerfähigkeiten. Fähigkeiten, Tarnung, Feuerfest und Nahrungsrezepte für Geschwindigkeitsbooster. Du findest jeden Tag kostenlose Gegenstände in deinem Belohnungslager. 1500 XP. Aha. Bevölkerung 29 ist ja krass. Guck mal, da können wir... Ah, das können wir jetzt noch weiter ausbauen. Dazu brauchen wir aber... Mammuthaut und 40 Bevölkerung. Wir haben 29. Ah, ist ja krass. Können wir sonst noch was ausbauen? Hier oben ist auch noch was. Ich schau mal eben. Takas-Höhle. Ach, na, natürlich. Wir leben in der Höhle. Die kriegt ein schönes Zelt und wir leben in der Höhle. Natürlich, das ist fachmännisch. Das ist richtig. So muss es sein. Die Frau lebt auf dem Thron und wir einfach in so einer Höhle. Wir bauen es trotzdem mal aus. Was macht ihr in meiner Hütte? Haut ab, raus hier. Ist meine Bude. Verpisst euch, ist meine Bude. Takas Höhle verbessert. Belohnung, Überlebensfähigkeit, Bogen-Upgrade, Keulen-Upgade, Stachelbomben-Wurfgeschoss, 1500 XP. Stachelbomben-Wurfgeschoss und... Du kannst dir deinen Spielfortschritt in deiner persönlichen Höhle ansehen. Mhm. Sehr schön. Kann ich hier... Gibt's hier im Lager noch irgendwie was ich hier... Voll. Okay. Okay, das war... Okay, Dackeshöhle 2. Ist klar, da brauchen wir Dachsfell. Ach, guck mal an, Dachsfell. Aber wir können anscheinend doch nur... Yeah. Ist übrigens der neue Remix von Skrillex. Aha. Also wenn du den in der Disco spielst, da bebt aber die Tanzfläche, das sag ich dir aber. Hör mal genau hin. Da ist der neue Groove. So. Das ist so dumm. So. Okay, das war ihre Bude. Ich frage mich gerade, ob wir die von dem Zauberer oder so auch ausbauen können. Wir müssen da hinten hin. Ich schau mal eben. Warte mal. Tenzeins, der Schamane. Rede mit Tenzein. Tensei. Und da sind unsere... So, da sind unsere... Ach, so sehen wir also aus. Okay. Mich würde das ja mal brennend interessieren. Wir haben ja hier immer noch so eine... Sind denn diese Taschen, die wir gefunden haben, die sind hier weg, ne? Damals. Ach nee, die sind immer noch da. Ach, das sind wahrscheinlich Gegenstände, die immer bleiben, die Taschen. Da kann man halt immer nur Sachen auffüllen. Okay. Aber die Sachen sind zum Sammeln. Die Deja-Hand. Das sind dann so Sachen, die man aufsammeln kann. Da können wir dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge einfach mal hier so ein paar Deja-Hände aufsammeln, weil die liegen ja quasi so ein bisschen auf dem Weg. Bevor wir dann weiter voranschreiten, auch so ein bisschen mit Story und alles, würde ich sagen, sammeln wir uns die beiden... hallo? Wo sind sie denn jetzt hin? Da und da. Da oben sind auch noch... Was haben wir hier? Höhlenmalerei. Die Überlebensgeschichten, die sich die Venya in ganz Orus erzählen. Belohnung XP. Siehe die Sammlung an deiner Höhlenwand an. Okay, das gibt's dann auch noch. Ja, aber ich würde sagen, die Deja-Hände oder die Deja-Hand, die sammeln wir in der nächsten Folge mal ein. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ja, wie es da weitergeht. Ich werde mich dann so langsam mal in meine Höhle verkriechen. Hier blendet schon wieder die Sonne auf dem Monitor. Ist natürlich sehr sinnvoll jetzt gerade, weil wir ja hier ja, Nacht haben oder ich in der Höhle bin. Und ich werde mich jetzt hier ausruhen und ja, bis zur Morgendämmerung schlafen. Und ihr solltet das auch tun. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder bei Far Cry Primal. Macht's gut. Ciao.